Ratten. Verdammt! Noch eine Sackgasse. Die Brücke ist hinüber. Üblicherweise finden sich in solchen Sandern zwei Etagen. Lass uns versuchen, nach unten zu gelangen. Okay. Hier könnten wir uns durchquetschen. Chemikalien nehme ich bewusst mit, weil nicht sehr tief aus. Ja, du weißt aber nicht, was da drin rumschwimmt, ne? Ja, das ist ein Thema dazu. Hast du das gehört? Ja. Irgendwas im Wasser. Wir gehen besser raus. Du gehst weiter rein. Hier könnten wir rausgehen. Dann machen wir das doch. Boah, Alter. Ich bin froh, dass ich jetzt gerade nicht alleine mich hier durchschlagen muss. Zumindest noch nicht. Na komm, weiter geht die Reise. Und hier sind die Einheimischen. Erinnert an das Massengrab in Moskau, oder? 8000 Kilometer weiter. Und wir sind schon wieder an einem Massengrab. Ich frage mich, ob die auch als Spione bezeichnet wurden. Alter, ist das fies. Ist das fies. Was ist das da oben? Also ich... Ja klar, den Banner, aber... Naja, muss sein. So, die Frage ist, wo geht's weiter? Hier oben, okay. Ich drehe mal ein bisschen wieder meine Dings auf, meinen Strom auf. Sicher ist sicher. Waffen habe ich da momentan keine mehr. Ich kann auch nichts looten oder bauen. Diese Leute sind höchstens vor einem Jahr gestorben. Vermutlich alles Überlebende des Angriffs. Halte dich bereit. Ich habe keine Waffen mehr. Was soll ich machen? Komm und pass auf. Ja, kann ich keine Munition herstellen? Oh nein. Alles in Ordnung? Glück gehabt, wie immer. Ja, komm her. Das ist nicht unsere Metro. Wenn etwas passiert, kann uns keiner helfen. Ja, kommst du, hilfst du mir mal bitte hoch. Wenn du dir ein Bein, kriegst du alleine zu Aurora zurück. Ich kann erst kommen, wenn ich das Medikament gefunden habe. Ja, okay. Auf geht's. Pass nur ab jetzt auf, wohin du gehst. Wir haben schon genug Zeit verloren. Der hier führt zum Tunnel. Okay. Das Gute ist, dass wir hier ohne Atemschutz müssen, glaube ich. Ich habe gesagt, noch klein. Diese Stützen gefallen mir nicht. Jeden Moment könnte hier alles einstürzen. Warum? Oh, sieh dir den Staub an.
Scheint aber stabil zu sein. Auf geht's. Okay. Dann beschrei es bitte nicht weiterhin. Das nervte mich auf Dauer. Oh, das könnte alles zusammenbrechen. In dem Moment passiert es wahrscheinlich sogar noch. Komm. Ach, geh, 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 geh. Wir sind im Außenbereich einer Station. Moment, ich zünde eine Leuchtfackel. Verdammt, immerhin war Krieg. Krasse Scheiße, Alter. Sie hatten alles mit gepanzerten Draisinen verteidigt. Und als die ausgeschaltet wurden, sprengten sie den Tunnel. Die Verstärkung kam nie an. Gehen wir zur Station. Vielleicht können wir dort etwas herausfinden. Ich hatte gehofft, dass sie zumindest Munition... Unsere alte Freundin, die Duschka. Was? Eine ausgewachsene Belagerung. Die Verteidiger haben den Eingang der Station besetzt. Hier hat es einige überlebt. Bis sie sich gegenseitig umgebracht haben. Jetzt gäbe es eine Munition. Scheint die Lüge immerhin funktioniert zu haben. Was ist wohl besser? Mit einer Lüge zu leben oder durch die Wahrheit zu sterben? Das? Ich fühle mich merkwürdig. Ich auch, liebe Leute. Ich auch. Alle keine Munition an Bord, ne? Die scheiß Leuchtfackel doch mal aus meinem Gesicht. Alles in Ordnung? Siehst du auch Dinge? Strahlung. Wir haben ziemlich viel abbekommen. Aber war das gerade ein Schatten? Seht ihr das nämlich dort? Das hier meine ich. Oh, Alter. Noch ein Grab. Hier hat die Schlacht geendet. Lass uns das Tor versuchen. Es müsste zur nächsten Station führen. Okay. Was war das? Da, schon wieder. Oh, was zum Teufel? Ich habe keine Waffe, Munition, du Arsch! Du Arschloch! Gut, so lange machst du das jetzt gerade so ein bisschen. Das war knapp. Verdammt. Boah, ja. Ich dachte, ich sehe schon wieder Dinge. Die Toten erheben sich. Wir sind geradewegs in ihre Höhle gegangen. Ja, das freut mich. Na los. Jetzt haben wir's. Das reicht. Auf geht's. Wenn
Wenn ich das richtig sehe, ist das die Sibirskaya, eine Umsteigestation. Okay. Gut, wie gesagt, dass wir ihn dabei haben. Der kann aber ruhig noch ein bisschen Munition abgeben, Kollege. Ich sollte wieder den Filter aufsetzen, weil das jetzt gerade wieder anhört, als wäre da. Hier kommen wir aber nicht weiter, ne? Siehst du diese Zylinder? Chlor. Die Mistkerle haben die ganze Station vergast. Daher die Hekatombe. Die haben mir wirklich ernst gemacht. Krass. Ah, verdammt! Schon wieder abgeschnitten. Dieses Tor kriegen wir sicher nicht auf. Wir müssen zurück zu den Wartungstunneln. Mir nach. Na gut. Hier haben die Menschen also eine Weile überlebt. Wir hatten keinen Funkkontakt zu Novosibirsk, aber vermutet. So viel Staub! Seit langem verlassen! Nebenbei haben wir eine kleine Challenge. Wie lange können wir hier ohne Munition überleben? Ohne unseren Freund hätten wir keine Chance heute. Ich bin froh, dass, wie gesagt, er dabei ist. Ah, beruhigt mich ein bisschen mehr. Sieh dich hier um, Artyom. Vielleicht findest du noch etwas Nützliches. Ah, eine Notiz, oder was? Eine neue Notiz. Der verwitterte Bericht an Kommandant der Stelle Eingriffstruppe Oskom. Oberstleutnant Klepnikow. Bezug nehmend auf Ihre Anfrage Nummer 132-17-A melde ich hiermit, dass Sie Gefangenen beim Führer ausgesagt haben, dass der Hauptgrund für die Ihre Teilnahme an dem Massenaufstand der allgemeine Unzufriedenheit mit Ihrer wirtschaftlichen und sozialen Lage war. Die Zitate. Wir arbeiten uns an den dreckigen Tunneln die Ärsche ab und die Schweinehunde führt da unten ein Luxusleben. Ich habe seit 10 Jahren kein Fleisch mehr gegessen, obwohl ich die Schweine züchte. Wir bekommen jeden Monat nur eine mickrige Dosis grünes Zeug, was zu einem verdammten Nichts entspricht, während die Mistkinder euch die Taschen damit vollstopfen. Der letzte Anstoß, sich den Aufständischen anzuschließen, war für sie jedoch eine angebliche Verschwörung der Oskom-Führung, wie sie ihr Anführer nannte. Oh Gott, das sind einige Texte. Sie meinen also, dass wir keine Ahnung haben, nur weil wir hier in der Provinz diese Autos auseinandernehmen. Junge, sie könnten kaum mehr daneben liegen. Wir wissen alles. Die Bonzen vom Komitee, die Oskom-Führung, machen sich bereit, wie die Ratten aus der Stadt zu fliehen. Deshalb horten sie das ganze grüne Zeug. Stimmt das nicht? Sie wollen uns hier zum Sterben zurücklassen. Das wissen wir schon seit dem letzten Winter. Warum muss die Ration unserer Leute denn um die Hälfte gekürzt werden? Ganz klar, um die Bahnstrecke freizumachen. Wo ist hier der plötzliche Befehl, die Diesel-Lok instand zu setzen? Die ist schon die Ewigkeiten geparkt. Wir sollten sie schon zerlegen. Und jetzt sollen wir sie reparieren? Halten Sie uns nicht für dümmer als Brot. Nach dem Verhör wurden die Aufständischen, die aufgrund dessen unschreibbar geschuldigt waren, gemäß der Standardprozedur an die Sonderabteilung übergeben. Ermittler der Oskar-Sonderabteilung Perepletschik. Okay. Gut, nochmal eine neue Notiz. Hier geht's also. Ja, ich hätte vermutet, dass hier dieser Generator funktioniert, aber scheinbar. Was haben wir hier? Ah, Munition immerhin. Das ist besser als gar nichts. Sind zwar nicht Kugeln, aber wir haben immerhin. Bisschen, ja, aber noch nicht. Fuck. So, was ist das hier? Metroplan, ne? Die Metrosysteme wurden alle gleich gebaut. Also sollte es auch hier ein Belüftungssystem geben. Diese Rädchen sind nicht zu drehen. Also gut, wenn wir von hier aus weitergehen, müssten wir in den Belüftungstunnel und von dort zum nächsten Streckentunnel gelangen. Okay.
Halt weiter. Komm. Verdammtes Stück Stahl. Das ist ja verzogen, ja. Wir kommen wahrscheinlich aber auch nicht weiter, ne? Hast du das gehört? Waffen bereit halten. Hey, das Gitter ist lose. Kannst du mal nachsehen? Das ist ein Gitter. Überprüf mal das Rohr. Was zur Hölle? Scheiße, warte! Na los, mach schon! Viel Glück! Was zur Hölle, was ist das für einer? Nein! Hau ab! Hör auf! Hau doch nicht ab, wir sind Freunde! Scheiße! Da! Was ist das für einer? Zur Hölle. Wo ist der Junge? Hier ist er nicht gerade. Das hätte ich bemerkt. Sieh auf dieser Seite nach. Ich schaue hier. Komm raus! Wir tun dir nichts. Ja, eben. Es gibt nichts zu befürchten. Wir wollen nur reden. Hey, wir wissen, dass du hier bist. Das frage ich mir gerade, wo der dann ist. Ist doch hier rein. Habe ich das nicht richtig gesehen? Nicht, ne? Es gibt nichts zu befürchten. Wir wollen nur reden. Hey, wir wissen, dass du hier bist. Ist er denn hin? Komm raus. Wir tun dir nichts. Es gibt nichts zu befürchten. Wir wollen nur reden. Ja, okay. Die Tür ist leider abgeschlossen. Ah, ich vermute, dass hier einer an dieser Spinne sitzt. Komm raus, Junge! Genug versteckt! Du brauchst keine Angst haben! Oder auch nicht. Ah, der muss ja hier irgendwo sein. Das ist meine Vermutung. So, die Frage ist, also die Tür ist ja zu, das ist das Problem. Ist er hier hinter? Hat er sich hier hinter eingeschlossen? Komm raus, Junge! Genug versteckt! Du brauchst keine Angst, ja, weiß ich auch, aber...
Wo zur Hölle könnte der sein? Es gibt nichts zu befürchten. Wir wollen nur reden. Richtig. So eine Lampe. Was ist denn das gewesen jetzt? Komm raus! Wir tun dir nichts! Komm raus, Junge! Genug versteckt! Du brauchst keine Angst haben! Ja, aber wie zur Hölle geht's hier weiter? Hier steht eine Schaufel, aber die kann ich nicht nutzen. Komm raus! Wir tun dir nichts! Der ist ja eigentlich. Ist der nicht hier rüber gerade? Versteckt in dem. Es gibt nichts zu befürchten. Wir wollen nur reden. Ja. Hä? Komm raus, Junge! Genug versteckt! Du brauchst keine Angst haben! Ja, die Spinne ist da nicht drin, aber wo könnte die denn sein? Zu. Komm raus, Junge! Genug versteckt! Du brauchst keine Angst haben! Hey, wir wissen, dass du hier bist! Die Lampe ist das, okay. Aber irgendwie. Komm raus! Wir tun dir nichts! Hab ich irgendwas verpasst, nicht gefunden? Ja. Komm raus, Junge! Genug versteckt! Du brauchst keine Angst haben! Es gibt nichts zu befürchten! Wir wollen nur reden! Versteckt. Du brauchst keine Angst haben. Die Tonne. Sie. Das Simpelste. Schnapp ihn dir, Archon. Halt! Wo willst du denn hin? Endlich. Warum bist du weggelaufen? Na los, sprich, Soldat. Identifiziere dich. Gefreiter Kirill Klepnikov, schnelle Eingreiftruppe. Ostkurve. Was? Mehr werden Sie von mir nicht erfahren. Sie können mich jetzt also auch umbringen. Und jetzt kommen auch diese Tür durch. Also gut, Gefreiter. Wir wollen niemandem etwas tun. Bring uns nur zu deinem Befehlshaber.
Was meinen Sie damit, Sie wollen niemandem etwas tun? Ich bin von der Oscom. Sind Sie nicht von denen? Nein. Denen? Ich weiß nicht, was du damit meinst, aber wenn sie Kinder töten, dann sind wir definitiv gegen sie. Also bring uns zu deinem Befehlshaber. Gut, den Rest schauen wir dann im nächsten Part.